Auf Gleis 2 kommt jetzt rein die Ficky Ficky Express von Chemnitz nach Dresden. Über Flora, Freiberg und Freital. Bitte beim Einsteigen nicht vergessen, Ihre Kondome auszupacken. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Okay, liebe Freunde, wir stehen hier am Freiberger Hauptbahnhof. Ja, und das ist nicht wie in Köln natürlich gesichert mit Panzer, mit NATO, mit Wasserwerfer, Starfighter, Scharfschützen und alles. Nein, hier seid ihr auf euch alleine gestellt. Und was braucht man dann? Selbsthilfe. Genau. Also Tatjana, ich hab ja den Männerver schon. Ja, die Pistole mit Schweineblut. Und für die Dame, fürs Abendhandtäschchen, die kleine Mini-Version. Oder? Und wir können ja auch einfach schon eine Spritze in die Handtasche tun. Marmeladenglas, Schweineblut rein, Spritze nachtanken und los geht's. Und die rennen, glaub mir, die rennen. Tatjana, es gibt bestimmt noch ein paar Sachen, die Frauen ja richtig mal nutzen können. Also speziell für Frauen sage ich ja, eine Armlänge reicht nicht. Nein, eine Mistgabellänge. Also die Mistgabel könnte ein schöner Begleiter für den Abend sein. Halt mal bitte. Den hält ich gerne. Oder der schöne alte Keuschheitsgürtel, den habe ich zwar nicht hier, aber so eine Spanx, so eine Hose, so Großmutters Hose, schön eng anliegend. Vielleicht noch ein Schloss dran. Also nicht sexy Stringtanga, sondern hier sowas. Das dürfte auch fummelsicher sein. Ja, da hätte ich auch keine Lust mit. Ja, Ed, also jetzt sind wir, kommen wir nochmal zu den ernsten Tipps. Hier meine kleine Speckkette, das ist natürlich noch ein Scherz. Wie man sieht, vom Hals hält. Ich als Frau zum Beispiel habe immer Haarspray dabei, ne? Weil Haarspray, damit kann man, das ist fast so gut wie Pfefferspray, glaube ich, kann man immer mit sich führen. Oder was hast du noch so auf Lager? Ja, ich bin ja immer der Mann von das Große. Also nicht so ein kleines CS-Gasfläschchen. Nein, wir nehmen gleich Masse. Masse, sage ich. Einfach sprühen und los geht's. Und ich würde auch mal jetzt die Männer ansprechen. Männer, was wir letztes Jahr am Silvester gesehen haben, das waren Männer. Wenn eine Frau, ein schwächeres Person oder deine Tochter, weiß ich was, angegriffen wird, dann verteidigst du dich. Das ist zivil Courage. Dann schaut man nicht mehr weg. Man macht's einfach. Und wenn man selbst da in Probleme kommt, dann hat man Pech gehabt. Willst du später auf der Couch sitzen und sagen, ich hätte vielleicht, nein, dann sollst du was machen. So sehe ich das auch. Hoffen wir mal, ne? Dass wir nicht nur Memmen auf den Bahnhofsvorplätzen haben an Silvester. Ja, das waren die Silvester-Vorbereitungstipps mit Ed und Tatjana. Und wir wünschen euch alle einen guten Rutsch. Ja, wir stehen hier in Freiberg. Ja, 40.000 Einwohnerstadt. Köln und so weiter ist ja toll gesichert, wissen wir alles, 1500 Polizisten, aber wie ist das denn eigentlich in so einer Stadt hier, Bahnhofsplatz? Und wir haben uns gedacht, wir bereiten uns mal ein bisschen vor für Silvester. Mal gute Tipps, ne? Geben wir mal für Silvester. Genau. Ja, dass man auch was, dass die Jungs auch was zu tun haben, nicht irgendwie mit leeren Händen stehen, weil da jetzt auf einmal keine mehr ist. Genau, und deswegen haben wir uns gedacht, deutsche Frauen, Ficky Ficky, ist dies ja nicht. Nehmt euch einfach sowas. Hier gibt es überall zu bestellen, im Katalog bei Amazon, in jedem Sexshop. Gibt es auch Mengenrabatt, ne? Genau. Farben, jede Menge, also genau. Alles gibt's da. Hat jede Menge Öffnungen, reinknallen, bis die Puppe platzt. So kaltes Plastik, das mag ich nicht. Ich habe ja richtig leckeres, warmes Fleisch für euch Jungs. Guck mal her. Hey, ja, hier ist der Sultan, hat mir den Aisha geschenkt. Den dürft ihr mal eine Nacht nutzen. Silvesternacht, hier, Aisha steht zur Verfügung. Ich wünsche euch alle viel Spaß. Tja, und wer nicht überall eine lebende Ziege oder eine lebende Aisha herbekommt, es gibt auch in jedem Sexshop, gibt es auch ein Fickschaf. Ähnlich wie die Puppe, einfach aufpumpen und dann kann es losgehen. Ja, da hätte ich auch keine Lust mehr.